Ingrid Steger, die am 1. April 1947 als Ingrid Anita Sanktengert in Berlin geboren wurde und am 22. Dezember 2023 in Bad Hersfeld starb, war eine talentierte deutsche Künstlerin, die vor allem durch ihre Rolle in der Fernsehserie Klimbim von Michael Pfleghar bekannt wurde. Im Leben von Ingrid Steger gibt es viele große Freuden, die aus Ruhm und Erfolg in ihrer künstlerischen Karriere resultieren. Beim Publikum ist sie durch vielfältige Rollen, von humorvoll bis ernst, in mehr als 100 Film- und Fernseharbeiten von 1966 bis 2006 bekannt und beliebt. Allerdings verlief das Liebesleben von Ingrid Steger nicht immer reibungslos. Obwohl sie berühmt und bewundert ist, ist unklar, ob sich ihre Liebe erfüllen wird oder nicht. Ihr Familienleben war möglicherweise von Tragödien geprägt, die nicht öffentlich gemacht wurden. Es ist auch möglich, dass Ingrid Steger, wie viele andere berühmte Persönlichkeiten, in ihrem Privatleben mit Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert war, die nicht öffentlich bekannt wurden. Eines der traurigsten Dinge in Ingrid Stegers Leben ist möglicherweise der Kompromiss zwischen Ruhm und Arbeitsdruck sowie ihre Begegnungen mit den negativen Aspekten der Unterhaltungsindustrie, wie Z. Allerdings hatte Ingrid Steger auch glückliche Momente in ihrer Karriere, wie zum Beispiel ihre Rolle als Mona in Dieter Wedels berühmtem Drama Der große Bellheim im Jahr 1992, als sie in ernste Rollen wechselte. Dies zeigt die Vielfalt und Mehrdimensionalität ihres schauspielerischen Talents. Darüber hinaus hat Ingrid Steger, obwohl sie zu Beginn ihrer Karriere Rollen in Porno- und Sexfilmen spielte, später ihr Können und Charisma durch vielfältige und abwechslungsreiche Rollen unter Beweis gestellt. Ihre Karriere beschränkte sich nicht nur auf die Schauspielerei, sondern erweiterte sich auch auf Gesang und Werbung, wo sie zum Gesicht berühmter Marken wie Rolo und Old Spice wurde. Obwohl Ingrid Stegers Leben traurige Geschichten über Liebe und Familie enthielt, blieb sie in ihrer künstlerischen Karriere dennoch stark und standhaft. Ihre Vielseitigkeit und ihr Einsatz halfen ihr, Schwierigkeiten zu überwinden und Spuren in den Herzen des Publikums zu hinterlassen. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2023 hatte Ingrid Steger ein geschätztes künstlerisches Erbe in den Herzen der Fans hinterlassen und war eine der bedeutendsten Künstlerinnen des deutschen Kinos und Fernsehens, die im Laufe ihrer Karriere durch einzigartige Rollen glückliche und tief beeindruckte. Obwohl sie im Jahr 2023 verstarb, lebt Ingrid Stegers Erbe in den Film- und Fernseharbeiten, die sie hinterlassen hat, weiter. Ihre vielfältigen Rollen von humorvoll bis ernst, von Rollen in berühmten Fernsehserien bis hin zu Rollen in Filmen, haben ihr Talent und ihre Vielseitigkeit in ihrer Schauspielkarriere unter Beweis gestellt. Ingrid Steger ist nicht nur eine talentierte Künstlerin, sondern auch ein Symbol ihrer Zeit, mit Selbstvertrauen und besonderer Ausstrahlung in jeder ihrer Rollen. Sie brachte das Publikum mit jeder Geste und jedem Dialog zum Bewundern und zum Flattern der Leser. Obwohl Ingrid Stegers Leben Höhen und Tiefen und Traurigkeit hatte, sind ihre Erfolge und ihr Einfluss in der Unterhaltungsindustrie nicht zu leugnen. Ingrid Steger wird uns immer in Erinnerung bleiben, nicht nur als talentierte Schauspielerin, sondern auch als Symbol für Schönheit und feministische Stärke in Kunst und Leben. Ingrid Steger hat in ihrer Schauspielkarriere viele Prüfungen und Schwierigkeiten gemeistert, von Homophobie bis hin zum Druck des Ruhms. Aber das Wichtigste ist, dass sie ihre Leidenschaft und Leidenschaft für die Darstellung vielfältiger und farbenfroher Rollen auf der Leinwand nie aufgegeben hat. Sie hat in ihrer Karriere große Erfolge erzielt, von Rollen in berühmten Komödien wie Klimbim bis hin zu ernsten und tiefgründigen Rollen in anderen Fernsehserien und Filmen. Ihre Rollen sind nicht nur Charaktere auf der Leinwand, sondern auch Symbole für Unabhängigkeit und Stärke als Schauspielerin.
Neben ihrer künstlerischen Karriere ist Ingrid Steeger auch eine unabhängige und kreative Frau im Leben. Sie hat bewiesen, dass sich Beruf und Familie trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen perfekt vereinbaren lassen. Obwohl es in Ingrid Steegers Leben traurige und tragische Ereignisse gab, bewahrte sie stets Glauben und Optimismus. Ihr Vermächtnis besteht nicht nur aus ihren Filmen und Kunstwerken, sondern auch aus dem Geist und der Leidenschaft, die sie in künftigen Künstlergenerationen weckt. Das Publikum und die Kollegen werden ihr für immer mit Liebe und Respekt in Erinnerung bleiben. Wenn wir Ingrid Steegers Leben aus einer tieferen Perspektive betrachten, können wir erkennen, dass sie neben ihren glänzenden Erfolgen auf der Bühne und auf der Leinwand auch schwierige und herzzerreißende Aspekte ihres Lebens bewältigen musste. In einer Unterhaltungsbranche, die so wettbewerbsintensiv, aber auch so düster ist wie der Porno, musste sich Ingrid Steeger dem Druck der Öffentlichkeit und der Kritik der Zuschauer stellen. Ruhm bringt manchmal nicht nur Freude, sondern auch psychische Belastungen und Druck mit sich. Insbesondere in einer Zeit, in der Kritik und Verurteilung des pornografischen und sexuellen Filmschaffens immer häufiger vorkommen, könnte die Tatsache, dass Ingrid Steeger einst Rollen in diesem Bereich übernommen hat, Spuren hinterlassen haben. Psychische Trauma. Okay, wir machen hier nochmal ein Video, mit dem gezeigt werden soll, wie man für eine Zahlenfolge eine rekursive und eine explizite Beschreibung aufstellt. Wir haben hier eine Zahlenfolge gegeben, schauen wir uns die mal näher an, und zwar wieder, indem wir eine Tabelle machen. Na? Gut. N und AN. 3, 4, 5, 6 und so weiter. Gehen wir diesmal ein bisschen weiter. So, das erste Folgenglied ist die 10, dann kommt die 15, dann die 30, 35, 70, 75, 150. Okay. Und wie immer fangen wir erstmal mit rekursiv an, weil das ja hier an der Stelle zumindest vielleicht auch leichter zu verstehen ist. So. Fangen wir vielleicht gleich mit dem an, was man normalerweise gerne vergisst. Wir nehmen mal das erste Element, das ist die 10. So, und jetzt wollen wir wieder schauen, wie ergibt sich ein Element aus dem vorherigen. Also, wie komme ich von der 10 auf die 15, von der 15 auf die 30, so von der 10 auf die 15, von der 15 auf die 30, von der 30 auf die 35 und so weiter und so weiter. Und wenn man sich die näher anschaut, stellt man fest, okay, hier kommt 5 dazu, da kommt 5 dazu und da kommt 5 dazu. Das scheint ja wohl so eine Art Regelmäßigkeit zu sein. Ja, und da sieht man, das ist mal 2, ne? Mal 2. Und hier mal 2. Und da mal 2. So, plus 5 mal 2, plus 5 mal 2, plus 5 mal 2. Okay, das scheint ja die Struktur dieser Folge zu sein. Das liegt jetzt natürlich daran, dass ich die Folge schon länger angeguckt habe oder vielleicht auch, dass ich die Aufgabe mir selbst überlegt habe, ne? Dass ich da so schnell drauf komme. Normalerweise kommt man da nicht so schnell drauf, muss überlegen und schauen, versuchen, irgendwelche Strukturen zu erkennen. Dann liegt man vielleicht daneben, dann muss man nochmal anfangen und so. Also da muss man viel mit Intuition arbeiten und mit Erfahrung. Aber irgendwann kommt man vielleicht auf eine Struktur so, und das wäre jetzt sozusagen unsere Idee. Jetzt setzen wir uns nochmal fort und gucken, wie sie weitergehen würde. Also 150 müsste ich erstmal 5 dazu addieren. Da wären wir bei 155, ne? So, dann als nächstes wieder mal 2, dann sind wir bei 310 und dann wieder